Das Unfallkommando rückt zum nächsten Einsatz aus. Auf einem Fahrradweg kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Unfälle mit einspurigen Fahrzeugen haben in ganz Österreich gegenüber dem Vorjahr zugenommen. 2011 kam es zu einem 18-prozentigen Anstieg an Fahrradunfällen. Konkret bedeutet das, dass über 5.700 Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt wurden. Gut, passt. Also zwei Personen im Auto und zwei Zeugen. Eine Person im Auto. Eine Person im Auto, ja. Und drei Zeugen oder ja, das ist die vierte Person? Okay. Wie hat sich für Sie der Unfall dargestellt, wie Sie gekommen sind? Es sind alle Beteiligten auf der Seite, Seite gestanden. Und das meiste war eigentlich schon vorbei. Der Radfahrer ist am Boden gesessen. Wie ist der verletzt? Wissen Sie das? An der Schulter. Revierinspektor, wie ist der Unfall jetzt genau passiert? Ja, der Ablauf war folgender. Der Radfahrer ist aus dieser Richtung gekommen, hat einen Radfahrstreifen benutzt. Vorschriftsmäßig. Wollte in gerader Spur weiterfahren, Richtung Breit Lee raus. Der Autofahrer ist da von der oppigen Spur gekommen. Wird da auf die Tankstelle zugefahren. Ja, und irgendwo in dem Bereich ist dann zum Zusammenstoß gekommen. Wo genau, kann man jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen. Wie wir eintroffen sind, ist das Auto genau an dem Standort abgeschüttet gewesen. Das Rad war dort hinten festgemacht bzw. gesichert mit der Kette dazu. Ja. Die genaue Dokumentierung der Unfallstelle ist durch die Veränderung der Fahrzeuge erschwert. Das Unfallkommando sucht den Platz rund um den Unfallort auf mögliche Spuren ab. Worauf haben Sie jetzt genau geschaut? Ob irgendwelche Kratzspuren da sind vom Fahrrad. Wenn man das sieht vom Rau, wenn das Rau zu Sturz kommt, sieht man oft Kratzer oder Lackabriebspuren. Man kann dann definieren, wo genau der Unfall passiert ist. Ist es relativ schwierig, weil jetzt die Fahrzeuge ortsverändert sind, nicht mehr auf der Unfallstelle stehen geblieben sind? Zum Rekonstruieren ist es sicher einfacher, wenn die Fahrzeuge noch unverändert sind. Wenn das Rau noch liegt und der PKW noch in unveränderter Stellung ist, ist dann für eine weitere Folge für den Sachverständigen bei Gericht einfacher auszurechnen, wo der Kollisionspunkt war. Aber da sieht man gar nichts. Das heißt, die Beteiligten haben sich schon selbstständig auf die Seiten gestellt? Wird oft so praktiziert, wenn die Fahrzeuge vorbereitet sind. Die anderen Autofahrer hupen, machen demjenigen, der einen Unfall gehabt hat, einen Stress. Die stellen das Auto auf die Seiten. Ist irgendwo verständlich, zum Rekonstruieren ist es halt schwer dann. Ja, da ist was. Da wird ein Chevrolet relativ weit hinten. Da siehst du mich auch. Ah, das ist Rall. Ja. Siehst du es? Spuren. Ja. Da sieht man eindeutig einen Abrieb vom Vorrad, das ist Wischspur, und das ist sogar ein Gummiabrieb. Also wird wahrscheinlich irgendwas, ja, gut, was ich sage, also irgendwas ein Mountainbike-mäßiges sein, das mit einem Gräfenprofil, sieht man ganz gut. Ah, das sind die Reifenabdrücke vom Vorrad? Ganz genau, das ist das vordere Rad, wird das sein, ziemlich sicher, weil das hintere, dann wird man da vorne schon irgendwelche Beschädigungen. Nur die Frage noch, ob das da hinten ein Altschaden ist oder auch neu. Werden wir dann noch mit dem Fahrzeugholter reden müssen oder mit dem Beifahrer, je nachdem. Ja, an sich sind das schöne Spuren. Der Undercover-Einsatz der Zivilpolizisten im Umfeld eines Tuning-Treffens zeigt Erfolg. Für die Autoliebhaber ist eine solche Kontrolle besonders nervenaufreibend. Die Zulassung für das Fahrzeug steht auf dem Spiel. Gerade noch euphorisch, weil sein Auto aufgrund des extravaganten Aussehens den ersten Platz gewonnen hat, stehen dem Fahrzeuglenker jetzt die Schweißperlen ins Gesicht geschrieben. Von wann ist denn die Genehmigung? 2004. Hat das Auto Ihnen schon gehört da? Nein. Jetzt nehmen wir das. Wo waren Sie gerade? Gut, da bin ich. Was war dort? Also ein Autotreffen. Und was haben Sie gemacht mit dem Fahrzeug? Den ersten Platz. Und so ein Pokal oder so? Ja, freilich, ja. Wonach ist es bewertet worden, dass Sie den ersten Platz haben? Ja, nach Ausschauen, Umbauten. Was haben Sie da schon feststellen können bei dem Fahrzeug? Ja, die Umbauten, Raffenfelgen, sind die eingetragenen. Die Batterie ist auf jeden Fall mal los, das ist schlecht.
Also haben Sie irgendwas mit, was Sie es ausschrauben können? Haben Sie den Originalbügel mit, dass Sie es ausschrauben können? Für den gibt's. Ja, das brauchen Sie aber. Ja. Aber so ist es mit dem Draht. Ja, normalerweise rennt der Bügel drüber, ne? Der, was da unten da mit der Schraufen fixiert ist. Mhm. Komplett da drüber, das war der, ne? Weil das ist. Das darf nicht sein. Das müssen Sie aber gleich machen. Oder rufen Sie irgendwann von Ihren Freunden da drüben? Sollen wir herkommen und das machen, weil sonst können wir sie nicht mehr weiterfahren lassen. Dann starten Sie mal Auto und schlagen Sie mal nach rechts rein, da, komplett. Eine genaue Kontrolle des Fahrgestells bestätigt den Verdacht der Polizisten. Das Fahrzeug wurde illegal tiefer gelegt. Das Fahrzeug ist eindeutig zu tief. Jetzt werden wir da ein paar Kontrollmessungen durchführen. Und wie weit das die Bodenfreiheit sich noch erhöht oder senkt. Ich habe jetzt nur mal an der Vorderachse gemessen und da geht es nicht aus. Also jetzt müssen wir mal schauen, dass das Auto gerade steht. Das natürlich auch was zu tun hat. Und das Auto ein bisschen schräger steht oder sonst irgendwas. Und sobald ich mehrere Kontrollmaße habe, kann ich dann sagen, ob das passt oder nicht. Von Jänner 2012 bis Mitte Oktober forderte der Straßenverkehr in ganz Österreich vorläufig 416 Verkehrstote. Allein in einer Septemberwoche wurden zwei Radfahrer in Österreich getötet. Bei dem Zusammenprall mit einem PKW trägt der Radfahrer eine mittelschwere Verletzung davon. Er wurde bereits mit der Rettung ins Spital gebracht. Bei einer Einvernahme schildern Zeugen ihre Sicht des Unfalls. Wir haben mehr gesehen. Sie haben weniger gesehen oder gar nichts? Oder? Na, weniger. Weniger ist wie viel? Naja, wie er Boden gelegen ist, das auch da habe ich gesehen. Aha, den Unfallhergang dann nicht? Nein, den Unfallhergang nicht. Okay. Jeder gibt das zu Protokoll, wie aus seiner Sicht der Verkehrsunfall passiert ist. Das Ganze wird dann weitergeleitet. Da ja die Verletzung entstanden ist, ist es ganz einfach eine Körperverletzung. Da handelt es sich nicht mehr um einen bloßen Sachschaden, wo die Versicherungen einander ausgleichen bzw. dann sich kontaktieren. Das Ganze wird dann möglicherweise zu Gericht auch weitergeleitet, um die Verschuldensfrage festzustellen, wer wem oder ob der betreffende Unfallgegner an der Körperverletzung schuldhaft ist oder nicht. Schätzungen zufolge werden jährlich rund 2 Milliarden Kilometer in Österreich mit dem Rad zurückgelegt. Also wie ist das Häufigkeit mit Radlfahrunfällen? Ist das oft? Ja, sobald es schöner wird draußen, die Temperaturen steigen, die Sonne scheint, steigt die Zahl der Radfahrer. Viele steigen vom Auto aufs Rad um, auf die Öffis aufs Rad, damit sie sich sportlich betätigen. Ja, es wird immer mehr, aber man merkt es auch bei den Verkehrsunfällen. Liegt es an die Radlfahrer, dass die schlecht ausgebildet sind? Oder glauben die, dass die im Leo sind, nur weil sie auf einem Radfahrstreifen fahren? Oder wie ist das? Es ist, man muss es aus zwei Sichtweisen sehen ein bisschen. Ich fahre auch mit dem Rad. Wenn ich mich einer Kreuzung nähere, wo es vielleicht, naja, ein bisschen haariger ist, dann stecke ich als Radfahrer zurück. Aber wenn ich weiß, ich bin vielleicht im Recht, aber ich bin der, der keine Knautschzone hat. Ich bin der, der es am ehesten gefährdet ist im Straßenverkehr. Ärgere mich halt über einen Autofahrer, der mich geschnitten hat oder irgend sowas oder die Fahrerfahrt genommen hat, aber ich komme gesund heim. Nach der Unfallaufnahme wird der Radfahrer im Spital zu dem Unfall befragt. Wie sich herausstellt, ist das Unfallopfer schwerer verletzt als angenommen. Die Radfahrerin oder Radfahrer? Radfahrer. Radfahrer, wie ist der verletzt? Ja, der ist doch schwerer verletzt. Der hat eine Schulter-Eckgelenksluxation. Der ist aufgenommen worden stationär und wird morgen operiert. Eine aktuelle Untersuchung zeigte, dass in Österreich 4,8 Millionen Personen pro Jahr im Alltag mit dem Fahrrad fahren, davon 2 Millionen täglich. Bis die Polizei den Unfallakt an die Staatsanwaltschaft überreichen kann, steht Bezirksinspektor Harald eine längere Bearbeitungszeit bevor. Wie lange dauert so eine Schreibarbeit? Kann man das ungefähr beziffern in Stunden für einen Verkehrsunfall? Für so einen durchschnittlichen Verkehrsunfall 2 bis 3 Stunden. Schreibarbeit, ja. Also Arbeit, die ganzen Daten zum Eingeben, die Formulare zu befüllen und den Sachverhalt zu schreiben, 2 bis 3 Stunden. Für so einen durchschnittlichen Fall. Den stolzen Autobesitzer erwarten Probleme. Die Mindestbodenfreiheit von 11 cm ist nicht gegeben. Das Fahrzeug darf in diesem Zustand nicht mehr in Betrieb genommen werden. Der Lenker bekommt eine Anzeige und wird zur technischen Überprüfung in Kärnten vorgeladen. Bis dahin ist ihm die Weiterfahrt untersagt. Ja, das Fahrzeug ist eindeutig zu tief. Ich komme
bei etwaigen Kontrollmessungen, es wird eigentlich immer tiefer, es wird nicht höher. Warum ist das so gefährlich, wenn das so tief ist? Naja, das Problem ist nicht nur, dass wir in Österreich diese geltende 11 cm Verordnung haben, aber je tiefer die Fahrzeuge sind, desto eher kann das Fahrzeug irgendwo aufsitzen. Ich sage jetzt einmal, der dümmste Fall wäre, wenn ich mit einer Ölwanne irgendwo aufsitze, bei irgendeiner Bodenschwelle, ich reiße mir die Ölwanne runter, es rinnt das Öl aus und dahinter kommt ein Motorradfahrer oder ist im Prinzip egal, ein Pkw-Fahrer, was dann zu einem Verkehrsunfall führt. Das ist jetzt der tragischste Fall. Das ist ein Problem. Da können wir jetzt nicht mehr weiterfahren. 110 mm müssen sie haben. Die Freude über den ersten Platz ist zunichte gemacht. Das Fahrzeug muss mit einem Anhänger zurück nach Kärnten gebracht werden. Dort muss der Lenker sein Auto einem Rückbau unterziehen, sonst verliert er die Kennzeichen. Folgendes. Ich könnte Ihnen jetzt natürlich die Kennzeichen abnehmen. Ja? Ja. Aber aufgrund dessen, dass ich jetzt glaube, dass Sie auch einsichtig sind. Sie haben jetzt mit ein paar Leuten gesprochen. Ja. Ich untersage Ihnen die Weiterfahrt. Mhm. Ja? Die Weiterfahrt ist untersagt, Sie dürfen so nicht fahren. Ja, Sie schauen jetzt, dass Sie das Fahrzeug wieder in einen verkehrs- und betriebssicheren Zustand bekommen. Ja. Und ob Sie das jetzt abschleppen lassen oder ob es der MTC holt oder der AB holt, das ist mir vollkommen egal. Okay, ja. Fahren dürfen Sie nicht. Und wie der Kollege gesagt hat, das kommt natürlich auch mit der Post. Aber schauen Sie halt, am besten wäre es, irgendeinen Abschleppdienst zu organisieren und ab in die Werkstatt. Ja. Sie bekommen eine Vorladung und da muss das passen, okay? Ja. Okay. Wiederschauen. Das Unfallkommando wird zu einem Verkehrsunfall am Wiener Gürtel gerufen. Beim Überqueren der Straße ist eine Radfahrerin von einem Auto erfasst worden. Wissen Sie schon mehr? Wir haben es in der Förderung gebracht. Die Kollegen, die als Ersteintreffer waren, dass ein Radlfahrer in der Richtung gekommen ist. Der Autofahrer ist auf der mittleren Spur gefahren, oder auf der zweiten, das muss ich erst genau checken. Und wer was für Farbe bei der Ampel gehabt hat. Die Radfahrerin hat die Ampel bei Rot überquert. Der Autolenker steht nach dem Unfall unter Schock. Sie sind der Unfallbeteiligte mit dem Auto. Was ist passiert? Ich bin bei Grün gefahren. Eine Radfahrerin ist auf Rot gefahren und es gab einen Zusammenstoß. Wie hat sich das für Sie dargestellt, der Unfall? Wie ist das? Schlimm. Wirklich schlimm. Also das würde ich keinem wünschen. Ne? Wie ist die Dame? Die Dame geht es sehr gut, soviel ich weiß. Also sie hat nur Rückenschmerzen, Gott sei Dank. Ja. Aber ja, wie gesagt, jetzt habe ich die Probleme mit. Was haben Sie für Probleme, glauben Sie? Es kann zu Gericht führen und das kann auch zu der Versicherung. Ne? Die Versicherung wird mich da auch ein bisschen quälen. Glauben Sie, dass die Radfahrerin keine Versicherung hat? Glaube ich nicht, nein. Das heißt, Sie bleiben wahrscheinlich auf den Schaden sitzen? Glaub schon, ja. Was hat die Dame am Anfang gesagt, die Radfahrerin? Sie hat gesagt, tut mir leid, wirklich, ich bin über Rot gefahren. Ich so, na, das muss ich nicht leid. Ich meine, irgendwie sind wir beide schuld. Also sie mehr, ja, aber was soll man machen? Was war da mit der Polizei? Sie wollte keine? Bitte? Sie wollte keine Polizei? Oder? Nein, sie wollte keine Polizei und keine Rettung. Ne? Und ich habe darauf bestanden, weil das wäre dann Fahrerflucht gewesen. Ne? Und dann wäre ich leider am Arsch. Die österreichischen Richtlinien über Umbauten von Fahrzeugen sind streng gehandhabt. Um unter all den Tuning-Autos überhaupt noch aufzufallen, ist es schwer, sich an alle Gesetze zu halten. Der nächste aufgehaltene Tuning-Fan ist hinsichtlich der bevorstehenden Polizeikontrolle mit seinen Nerven am Ende. Ist das ein Schocker? Ja, freilich. Ich fahre nur zu den Treffen, ich fahre sonst das ganze Jahr. Ausschauen tut er super. Ja, ich weiß, dass ich bei jedem
bei jedem hergerichteten Auto finde ich was, was natürlich passiert ist. Das ist ja gar nicht. Ist da was Frage. Nicht? Ja, freilich gibt es ein paar Sachen, was nicht. Da war ja gar nicht fragen. Das finde ich bei jedem hergerichteten Auto. Machen Sie mal mit dem Motorraum auf, bitte. Ja. Was ist da alles gemacht worden bei dem Auto? Alles. Was? Einmal alles. Viel Chrom. Viel Teuer. Alles gemacht worden, was man halt machen kann. Für ein Showauto brauchst du das, sonst bringt es nichts. Heute habe ich nur 19. Platz gemacht. Woher kommen Sie von einem Treffen? Von einem, ja, da vorne war es drauf, da am Reifenprüfgelände. Und da haben Sie einen Preis gekriegt? Dafür? Ja, das habe ich eh dann in einem Pokal, aber. Danke. Das ist ja uninteressant jetzt mehr. 150 habe ich schon zu Hause. Das ist der Preis? Ja, 19. Platz. Und bei so Treffen werden die Autos prämiert? Ja, bewertet und angeschaut halt. Kann man nichts machen. Du weißt, beim Joker ist immer irgendwas. Das Auto wird zu einer Begutachtung in die technische Überprüfungsanstalt vorgeladen. Für den Lenker bricht eine Welt zusammen. Gut. Sie wissen eh, dass die Abstandsmaße nicht mehr passen. Ja. Ein großes Glück ist mit der 99er Typisierung. Ja. Da haben sie die 11 cm noch nicht gehabt. Ich sage jetzt einmal, ich habe keinen Gefahr im Verzug, weil ich sehe an die Radeln, dass da nichts streift. Es ist auch sonst nichts von der Karosserie irgendwo im Weg, dass bei einem Lenkeinschlag oder sonstigen Ausweichmanöver der Reifen an der Karosserie streifen würde. Demnach haben wir ein paar schwere Mängel und er wird jetzt einer Überprüfung vorgeladen und dann muss das eh passen. Okay? Was haben Sie da schon alles reingesteckt in das Fahrzeug? 20.000 Euro. 20.000 Euro in das Fahrzeug? Was haben Sie da alles gemacht? Ja, alles. Der war der Silber, der ist komplett neu aufgebaut worden. Das ist ein Swarovski-Standard, oder was ist das? Ja. Allein 400 am Schalthebel. 400 Steine? Ja. Wie lange haben Sie da gebraucht? Ja, das tut man halt immer wieder im Winter. Da ist ja nichts. Die Raffe habe ich mir reingenommen ins Wohnzimmer, habe die Standerl gepickt, da sind ja auch drauf. Ja, weil das dann bei den Treffen eben, da kriegt man eben dann Pokale, wird man geehrt. Ich meine, 150 Pokale gemacht mit dem. Das ist halt ein Showauto. Ne? Das ist kein Alltagsfahrzeug mehr. Ist es so, dass man bei Damen da ein bisschen mehr drauf geschaut wird? Nein, bei dem Alter, ja. Ich bin 30 Jahre mit meiner Frau zusammen. Ich bin 68 Jahre alt. 68 Jahre? Und die Liebe zu den Fahrzeugen, wann das haben Sie war die schon entdeckt? Immer. Ne? Wie ich den Schein gemacht habe, mit 1970 habe ich schon die ganzen geilsten Autos gehabt. Das war immer schon. Auto hat mich immer fasziniert. Führerschein, Zulassungsschein. Aufpassen beim Heimfahren. Ja. Aufpassen, dass nichts passiert. Und einen schönen Tag noch. Ne? Bei Unfällen mit Radfahrern, die keine Privathaftpflichtversicherung abgeschlossen haben, muss der Radfahrer bei Selbstverschulden die Kosten für den Schaden übernehmen. Für den Gerichtsakt werden Beweisfotos der Unfallstelle gemacht, die für den weiteren Verlauf von enormer Bedeutung sind. Die Beteiligten angegeben hat, man sieht so im ersten Mal, wie ist die Situation selbst gewesen. Es ist mal stockfinster, das ist eine. Man sieht, es sind vier Fahrspuren, das ist der Gürtel, genau, Fahrtrichtung stadtauswärts und da vorne da rein, da kommt schon die Pfeilgassen. Und an der Kreuzung, die da mit den Ampeln rot gekennzeichnet ist in dem Fall, da ist zum Unfall gekommen. Die dritte Fahrspur ist der PKW-Fahrer gefahren und der Radfahrer ist von rechts gekommen. Oder die Radfahrerin. Und die soll ja bei Rot gefahren sein? Die soll auch laut einer unabhängigen Zeugin bei Rot gefahren sein. Ist gut, wenn man Zeugin hat, weil sonst ist Aussage gegen Aussage. Wem glaubt man da? Ich bin froh, dass ich kein Richter bin. Wie schwer ist die Radfahrerin verletzt? Die sind so schwer verletzt. Die wollte eigentlich gar keine Rettung vor Ort. Auf die Idee ist eigentlich der Autolenker gekommen.
weil er Angst gehabt hat, wenn er nicht die Rettung verständigt, dass er dann Fahrerflucht begeht. Und was nicht stimmt. Ist in dem Fall nicht richtig. Also, er hat nicht falsch gehandelt, muss man sagen, aber er begeht keine Fahrerflucht dadurch. Fahrerflucht ist das, wenn er ohne sich zu kümmern, was ist wirklich passiert, einfach davon fährt. Er ist ja stehen geblieben, hat mit der Dame gesprochen. Sie hat gesagt, es ist nicht so schlimm. Sie hat Rückenverletzungen, also Schmerzen im Rücken. Wollte eigentlich selbst keine Rettung haben. Aber der Autofahrer hat darauf bestanden. Ein Zivilstreifenwagen der Verkehrspolizei verfolgt auf der Wiener Reichsbrücke einen Motorradfahrer, der nicht nur durch sein Fahrverhalten unangenehm auffällt, sondern vor allem durch die Lautstärke seines Motorrads. Im Zuge der Anhaltung bemerken sie zusätzlich einen Mopedfahrer, der ohne Licht fährt. Beide Lenker werden zum Anhalten aufgefordert. Ich gehe mal fahren. Ich muss nur anstellen, weil die dürfen nicht rennen am Stand. Aha. Auf Maxi wird heiß. Ja. Ich war aber sicher nicht. Darf da auch kein Licht geben, wenn es steht? Oh ja. Es geht aber keins hinten. Schönen guten Abend, Verkehrspolizei, Lenkerfahrzeugkontrolle. Führerschein bitte und einen Zulassungsschein. Soll ich Staatsname das sein? Sie haben einen Moped-Ausweis und eine Zulassung. Ja. Dankeschön. Finster. Man sieht ihn nicht. Das ist gefährlich. Ja. Den Mopedfahrer haben wir im Zuge der anderen Amtshandlung mitgenommen, weil es Rücklicht nicht geht. Und das ist in der Nacht auch sehr gefährlich. Es ist in Ordnung. Aha. Das andere. Wieso leicht es nicht? Wenn es in Ordnung ist. Nein, es ist leicht schwach. Ich kann es nur noch mal sagen. Das andere ist ein bisschen stärker, wird stärker leuchten, aber nicht so. Aber Sie wollen mir sagen, wenn Sie Gas geben, dann fängt das an zu leuchten. Sie haben gerade Vollgas gegeben, vorhin hat es angefangen leicht, hinten war nichts. Das Ruder hängt mit dem Hintern nicht wirklich zusammen. Ja. Also nicht zwingend am Außen. Das dient ja Ihrer Sicherheit. Sie wollen ja nicht nur was sehen, Sie müssen auch gesehen werden, insbesondere als Einspuriger. Ich bin ja jetzt von der Firma gerade weggefahren, da ist noch gegangen. Und ich schaue immer, weil eben die Lampen eigentlich schnell ausfallen. Die halten nicht so lange wie bei einem Auto. Dürfen Sie jetzt so weiterfahren? Was jetzt geht, hoffentlich. Natürlich, schauen wir mal. Wohl nicht am Lampal. Ja. Sie werden sich was einfallen. Wohnen Sie denn? Naja, Psychopass. Naja, das ist schon stinkig. Ja, ich hab kein Problem damit. Ich schieb's halt. So lad's mir durch. Ich kann Ihnen gar nicht erlauben, weiterzufahren. Weil das lebensgefährlich ist für ihn, okay? Sehr. Gut. Nein, ich fahr jetzt auf die Tankstelle, weil da, ich glaube, das andere noch besser gegangen ist als das. Aha. Das andere ist auch. Also war auch schwarz. Aber schon. Naja, jetzt habe ich gar keinen. Ich bin ja noch schlecht unterwegs. Na gut. Aber danke auf jeden Fall, weil ja. Wenn was ist. Jetzt sind wir da. Ja. Soll ich jetzt Strafe zahlen? Nein, insbesondere wenn er sagt, wir wegfahren, es ist noch gegangen, es ist ein altes Gerät, da sind alte Kabeln drinnen, da kann es schon sein, dass das irgendwo brüchig ja, wird. Ja, oder es ist ja auch das Lampel. So eine Ermüdungserscheinung. Nur ist halt in der Nacht. Muss ein Licht gehen hinten, insbesondere bei Anspurigen. Wenn beim Auto auch Bremslicht oder auch Rücklicht ausgefallen ist, ist man noch immer sichtbar. Aber da, wenn das von mir fährt mit 45 km/h und ich komme da ein bisschen schneller, weil ich ein Einsatzfahrzeug bin und ich sehe das nicht, das, egal ob er da schuld wäre an dem Unfall selbst, der zieht den Kürzeren. Wenn du liegst, hast du dann schon den Ausschlag Minimum. Und gut, danke. Trotzdem einen schönen Abend. Wieder schon. Der Lenker des anderen Fahrzeugs kommt nicht nur mit einer Abmahnung davon. Vor allem der Auspuff zieht die Aufmerksamkeit des 42-jährigen Polizisten Robert an. Sein geschultes Auge verrät ihm, dass der Lenker illegale Umbauten vorgenommen hat. Warum sind Sie aufgehalten worden? Wahrscheinlich, wenn ich zu laut bin, weil ich am Hinterkopf war. Wo waren Sie? Am Hinterkopf.
Also auf einem Reifen, ein Willi. Ein Willi haben sie gehabt. Nehme ich mal an. Und weil, halt weil sie noch auffällig durchs Verkehrsgeschehen bewegt haben, sehr richtig. Ja. Genau. Neben mir ist ein Junge gewesen in einem weißen Fahrzeug. Der hat mir halt deutet aufs Hinterrad. Ne? Da war ein junger Bursche drin, genau, im Nebenauto. Und hat mir deutet halt aufs Hinterrad und die haben halt nicht dabei viel gedacht. Ich weiß, es ist verkehrswidrig, aber es muss ja Spaß machen auch. Ne? Wieso können Sie das am Hinterrad fahren? Ja, durch ein bisschen lange Zeit, was ich fahre, schon etliche Jahre. Und wir machen halt viele Ausfahrten und das ist halt eins meiner größten Hobbys. Ne? Wie man auch, ja, auch überhaupt Motorräder, wie man auch sieht. Ne? Es ist nicht mehr viel original, wenn man so sagen darf. Und deswegen wäre wahrscheinlich jetzt eine Riesenstrafe zahlen. Ich habe ihm abgemahnt, betreffend der etwas röderen Fahrweise an der Kreuzung. Betreffend dieser Sache habe ich ihm abgemahnt und betreffend der Lautstärke der ungebührlichen, die er verursacht mit seinem Motorrad, aufgrund des Auspuffzustandes kriegt er es mit der Post geschickt. Das heißt, die Umbauten, die er vorgenommen hat, da kriegt er Anzeige? Genau, für den Auspuff in diesem Zustand kriegt er Anzeige, ja, richtig. Da reagieren die Bevölkerung nämlich zunehmend relativ empfindlich auf diese ganzen Lärmgeschichten. Wieso machen das die Leute? Wieso bauen die das so um, dass das so laut ist? Ich würde mal meinen, das sind irgendwie doch Motorsportfanatiker oder Leute, denen einfach der Vierzylinder, der sonore Klang gut gefällt. Und glauben dann, dass die sind auf der Rennstrecke? Also ich glaube, das muss jedem so gefallen, das wird aber wohl nicht zutreffen, dass das jedem so gefällt. Das einen freut, das anderen leid, sage ich da nur dazu. Gute Fahrt noch. Dankeschön. Und oben bleiben. Zusätzlich zur Anzeige erhält der Lenker eine Vorladung bei der Technischen Überprüfungsanstalt.